Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. 10 Siege aus 12 Grand Prix, 8 Siege am Stück, alleine würde er die Konstrukteursweltmeisterschaft anführen. Ja, Max Verstappen dominiert die Formel 1 Saison 2023 nach Belieben. Aber was macht ihn so stark? Ist die Konkurrenz vielleicht einfach nur so schlecht? Ist es der Red Bull oder ist es Verstappen? Genau diese Fragen wollen wir in dem Video beantworten. Und zunächst einmal hat uns interessiert, was unser Motorsportmagazin.com-Experte Christian Danner so von Max Verstappen und der Saison 2023 hält. Wer war denn da, wenn man die erste Saisonhälfte Revue passieren lässt, die positive Überraschung für Christian Danner? Naja, ich meine, das führt ja an Max Verstappen keinen Weg vorbei. Ich meine, dass der Kerl furchtbar gut ist, dass Red Bull furchtbar gut ist, wussten wir. Aber ob einem das jetzt gefällt, dass immer dasselbe gewinnt oder nicht, man muss es schon auch als positive Überraschung sehen, mal einfach die Leistung anerkennen. Die Leistung des Teams, Boxenstops, fehlerfreie Vorbereitung, super Strategie, unglaublich gute Weiterentwicklung und natürlich auch die Leistung des Fahrers. Das geht in solchen Phasen eigentlich ein bisschen unter, wie gut die da eigentlich sind, inklusive Verstappen. Und deswegen finde ich, ist das schon eine positive Überraschung, einen Rennfahrer in solcher Perfektion zu sehen. Denn der hat ja nicht immer alles da so vom Sweet Spot aus gewonnen. Der musste ja auch mal weiter hinten starten und hatte mal ein bisschen, auch war mal krank und so weiter. Also da hat er sich schon sehr, sehr, sehr professionell und mit größter Kompetenz aus der Affäre gezogen. Deswegen ja, war das auf jeden Fall mal eine der positiven Überraschungen. Aber wer ist nun dafür verantwortlich, dass die Saison 2023 so langweilig oder dominant ist, je nach Sichtweise? Ist es Max Verstappen oder ist es der RB19? Dr. Helmut Marko hat eine ziemlich eindeutige Antwort darauf. Es ist der Verstappen, weil man muss ihn vergleichen mit Perez. Perez ist sicher, und wenn wir jetzt den Rennspeed hernehmen unter den 5 schnellsten Fahrern, seine Schwäche hat im Qualifying, das ist aber auch unterschiedlich. Und dieser Vergleich mit Perez zeigt, der Max ist im Schnitt rund eine halbe Sekunde, teilweise 6 Zehntel schneller im Qualifying und Ähnliches ist im Rennen der Fall. Und schont aber seine Reifen mehr, was ja eigentlich die Spezialität von Perez gewesen ist. Aber Perez muss so ans Limit gehen und vor allem, wenn ein Verkehr von hinten kommt, dann kann er nicht mehr Reifen schonen und er muss einfach schauen, dass er so viel wie möglich überholt. Und dadurch ist dieser Vorteil weg. Aber es ist sicher ein sehr gutes Auto, das wir haben, das wir entsprechend vom Vorjahr weiterentwickelt haben. Und dadurch, dass unsere Gegner, nochmals Ferrari und Mercedes, eigentlich für uns überraschend enttäuschend waren, die diese Weiterentwicklung nicht geschafft haben und jetzt noch mit unterschiedlichsten Problemen kämpfen. Sagen wir so, der RB19 ist sicher das universellste und schnellste Auto im Moment, aber es ist die Überlegenheit, diese krasse Überlegenheit, teilweise eine halbe Minute oder so, die kommt von Max Verstappen. Wir haben es schon angesprochen, positiv auf jeden Fall, Max Verstappen und Red Bull. Ich habe kürzlich mit Dr. Marko gesprochen und der ist der Meinung, dass die Dominanz hauptsächlich auf Max Verstappen zurückzuführen ist und weniger auf die Überlegenheit des RB19. Hat er damit recht? Wer ist der eigentliche Grund für die Langeweile vorne an der Spitze? Also, ich sage mal so, wie immer gehören da zwei Faktoren zusammen, das war noch nie anders. Was war der Grund, dass McLaren, wann war das, 88 so viel gewonnen hat? War es Senna oder war es Prost oder war es das Auto? Alle drei waren verantwortlich und deswegen kann man das nicht, das eine vom anderen nicht so trennen. Ich glaube schon, dass der Max eine Sonderstellung hat im Moment als Fahrer. Ich sehe das nicht ganz so krass wie der Helmut natürlich, der sagt, dass der Hamilton hätte im gleichen Auto keine Chance. Es ist auch deswegen immer schwierig, sowas zu beurteilen, weil ich kann mich sehr gut erinnern, wie ich mit meinen Teamkollegen zu tun hatte. Das war zwar kein Fight auf WM-Niveau, aber zumindest auf EM-Niveau. Und da kam es ganz, ganz wichtig darauf an, dass das Auto das macht, was mir schmeckt und nicht das, was es dem Teamkollegen, was der vielleicht haben will. Und ich glaube, die Kombination der Verstappen ist brillant. Deswegen habe ich ihn ja auch als positive Überraschung erwähnt.
Er fährt wahnsinnig abgeklärt, unglaublich, mit einem unglaublichen, mit unglaublicher Souveränität. Und natürlich auch mit ein bisschen Glück. Ich meine, der Quersteher in Eau Rouge kann auch mal schief gehen. Aber der hat schon ein Auto unterm Hintern, was genau das macht, was ihm gefällt. Und deswegen ist die Kombination, würde ich mal sagen, der Grund, warum das alles so gut ist. Und in diesem, mit diesem Auto, wie es jetzt dasteht, kann man vielleicht dem Helmut Marko sogar recht geben. Denn der Perez würde die WM höchstwahrscheinlich, vielleicht auch, aber mit großer Mühe gewinnen. Und den Unterschied macht in dem Fall tatsächlich der Verstappen. Aber der Grund dafür ist nicht, dass der RB19 oder weiß ich wie viel jetzt langsamer ist, als es ausschaut, oder der Mercedes eigentlich genauso gut ist. Nein, also so weit entfernt ist Verstappen auch nicht von Hamilton, von Leclerc oder von den ganzen Verfolgern. Was ist denn mit Sergio Perez eigentlich passiert? Der sah ja nach 4 Rennen eigentlich ganz ordentlich aus, als vielleicht sogar ein Herausforderer von Max Verstappen. Und dann ging jetzt lange Zeit gar nichts mehr. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, der hat einfach ein bisschen, ich weiß nicht genau, das ist ja immer so schwer, da die Wahrheit rauszufinden. Ich habe schon den Eindruck, dass er am Anfang des Jahres ein Auto hatte, was ihm besser gefallen hat. Und dann kam sukzessive mit Setup-Changes und vor allem auch mit ein bisschen Upgrades hier, Upgrades da, ein Auto, was ihm gar nicht mehr geschmeckt hat. Und deswegen ist er nicht in der Lage gewesen, das Auto im Qualifying einigermaßen dahin zu stellen, wo es hingehört. Das ist mal ein Fakt. Was dann da an Psychologie dahinter steckt, was er da vielleicht auch an Konzentrationsschwäche an den Tag gelegt hat, ist schwer zu beurteilen. Aber ich glaube, so einfach nur, weil er sich jetzt nicht mehr konzentrieren kann, so kann eigentlich so ein Absturz nicht kommen. Ich glaube, da ist auch ein bisschen was abstimmungstechnisch, sagen wir mal, fahrverhaltensmäßig, wenn ich es mal so kompliziert ausdrücken darf, dahinter. Denn so viel schlechter kannst du eigentlich gar nicht werden von einem Tag auf den anderen. Es liegen also schwierige Wochen und Monate hinter Sergio Perez. Dr. Helmut Marko, der hat noch einen anderen Grund dafür, wieso es bei Sergio Perez nicht lief. Das gesamte Interview mit Dr. Helmut Marko bekommt ihr übrigens am Wochenende auf motorsportmagazin.com. Also Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann bekommt ihr sofort Bescheid, wenn das Video online geht. Jetzt aber erst einmal die Erklärung, wieso es bei Perez nicht lief. Perez, ich glaube, es war der Unterschied 6 oder 8 Punkte. Und da kam bei ihm und auch bei den mexikanischen Fans, die ja sehr, sehr, sehr groß in der Anzahl sind und sehr enthusiastisch sind, der WM-Gedanke auf. Und von dem Moment an war er als erster Mexikaner Weltmeister werden. Das war für ihn ein ganz großes Ziel. Und das hat er dann im Hinterkopf mehr oder minder so abgespeichert gehabt, dass er das aktuelle Renngeschehen ganz unter diesem Motto gestellt hat. Und er einfach wollte und wusste, dass er Max schlagen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Und da ist dann der Fokus bei ihm verloren gegangen. Über viele Rennwochenenden hinweg ist bei Sergio Perez wirklich gar nichts gelaufen. Und trotzdem führt er die B-Weltmeisterschaft an, wenn man so will. Aber warum? Ist Red Bull so gut oder ist die Konkurrenz einfach nur schlecht? Also so viel zum Thema, der Verstappen macht den Unterschied. Ja. Der Red Bull ist immer noch gut genug, dass ein Fahrer wie Perez die BWM anführen kann. Und das nach einer schlechten Saison bislang, muss man sagen. Ja, genau. Und dann noch dazu in einer Saison, wo er nicht wirklich perfekt performt. Ja, sind die anderen so schlecht oder Red Bull so gut? Ich bin mir da ziemlich sicher, dass Red Bull einfach ein bisschen besser ist. Aufgrund der Tatsache, dass die alles, was dazugehört, zu einem erfolgreichen, zu einem schnellen Formel-1-Auto im Moment zumindest besser verstehen. Denn es ist ja nicht so, dass man redet immer so leicht über Aerodynamik. Ich habe mit so vielen Aerodynamikern schon gesprochen und mit so vielen Ingenieuren schon, auch jetzt vor kurzem erst wieder, diskutiert,
was macht da den Unterschied? Und es ist wie immer dasselbe. Ein Rennauto besteht nicht nur aus einer Abteilung, sondern aus verschiedenen. Und da gehört nun mal das Fahrwerk in Kombination mit dem Chassis, in Kombination mit der Aerodynamik, im Zusammenspiel der einzelnen Komponenten dazu. Und ich glaube, da ist Red Bull halt wirklich im Moment zumindest, ich glaube ja nicht, dass solche Dinge ewig halten, besser, ganz klar. Und es hat mich ein bisschen erschrocken zu sehen, wie schwer sich Mercedes tut, um da auf die Füße zu kommen. Es hat mich nicht erstaunt, dass Ferrari sich da ein bisschen im Kreis dreht. Es hat mich natürlich völlig verblüfft, dass auf einmal der McLaren da mitfahren kann, obwohl er eigentlich selber nicht so richtig damit gerechnet hat. Also da sind schon noch viele Bereiche offensichtlich, die die Teams selber nicht ganz verstehen. Und darin sehe ich, glaube ich, den Vorteil bei Red Bull. Die verstehen, was sie machen. Jetzt haben wir dieses Reglement seit anderthalb Jahren. Seit ungefähr einem Jahr fährt Red Bull der Konkurrenz davon. Eigentlich sollten wir ein System haben, mit dem alle ein bisschen näher zusammenkommen. Auch zum Beispiel mit Windkanalzeiten. Red Bull hat zusätzlich noch eine Strafe. Und trotzdem gelingt es, den anderen nicht aufzuholen. Funktioniert das Reglement so nicht? Ja, das ist in der Tat eine ganz spannende Frage, die sich auch im Moment bei der FIA viele Leute stellen. Das Reglement kommt ja von der Sportbehörde und die hat gesagt, okay, das, was wir haben wollen, ist eben diese bisschen mehr Chancengleichheit. Das ging jetzt mal, was das Ergebnis angeht, komplett in die Hosen, denn ich meine, so wenig Chancengleichheit hatten wir schon lange nicht mehr. Aber egal, es gibt so viele Parameter, die inzwischen eingeführt worden sind, die in diese Richtung arbeiten. Du hast es richtig gesagt, der Windkanalzeit, CFD ist limitiert, Budget ist limitiert, Motoren sind im Freeze, also darf man nicht weiterentwickeln. Es gibt so viele Dinge, die eigentlich dafür sprechen, dass wir das Feld aneinander kriegen. Und das Einzige, was funktioniert, ist, dass das Feld hinter dem Führenden aneinander kommt und auch in bunter Mischung, mal mit Ferrari, mal mit McLaren, mal mit Aston Martin, mal mit Mercedes, eine schöne Durchmischung hat, aber vorne immer wieder der Red Bull vorne herfährt. Jetzt muss man sich fragen, ist das Reglement gelungen, weil, also nehmen wir den Red Bull mal aus, weil wir eine ganz tolle Dichte haben an Fahrzeugperformance, in der Gruppe hinter Red Bull, kann ja auch sein, dass der Red Bull irgendetwas hat oder irgendwas macht, auf das die anderen noch nicht gekommen sind. Und das Reglement da eigentlich gar nicht greift, beziehungsweise nichts bewirken kann. Natürlich sind alle dahinterher und sagen, das gibt es doch nicht, dass die so schnell sind. Was haben die da für einen DRS-Effekt? Was haben die da für abenteuerliche Geschwindigkeitszunahme. Das ist aber auch nicht nur das, es ist der Rest schon auch. Und da glaube ich, müssen wir noch ein bisschen warten, bis die Konkurrenz rausbekommen hat, was machen die eigentlich anders als wir? Weil ich glaube schon, dass das Reglement und der Beweis dafür ist, der Ferrari, der McLaren und der Mercedes und der Aston Martin, die da schön aneinander kleben, dass das Reglement etwas bewirkt hat. Nur offensichtlich bei Red Bull, die scheinen da irgendwo was Extramäßiges gefunden zu haben. Das überlasse ich jetzt mal den ganzen Toto Wolffs und Fred Vasseurs der Welt da nachzufraschen, was das ist. Jetzt leben wir ja in einer Welt, in der der Zweite der erste Verlierer ist, in der der zweite Platz fast schon niemanden mehr interessiert. Interessiert sich denn Christian Danner für den Cup der Verlierer, wie unser Chefredakteur in der Printausgabe geschrieben hat, in Anlehnung an den FC Bayern? Ja, logisch, natürlich interessiert mich das. Mich hat ja auch, als Michael Schumacher immer gewonnen hat, sehr interessiert, was dahinter passiert ist. Mich hat, als Lewis Hamilton immer gewonnen hat, sehr interessiert, was dahinter passiert ist. Ein Formel-1-Rennen besteht nicht nur aus einem Sieger, sondern aus den 20 Jungs, die da losfahren. Und vom ersten bis zum letzten hat da jeder eine Story zu erzählen und jeder ist sein Rennen gefahren. Und jeder hat, egal ob Hülkenberg mal wieder 14. wurde, eine Story zu erzählen. Und das ist spannend und das hat mich immer fasziniert, weil eben, ja, weil das alles ein Rennen ist und da gibt es tausenderlei Geschichten, die zu erzählen sind und die spannend sind. Ja, klar interessiert mich das, logisch. Um dann in dieser bösen Sprache zu bleiben, wer holt denn den Cup der Verlierer? Ja, also auch das wieder zeigt, wie schön das ist im Moment. Das ist ein bisschen schwer vorherzusehen. Ich glaube aber schon, dass Mercedes das machen wird, denn die haben natürlich eine sehr stabile Fahrerkombo.
Die haben eine sehr stabile Teamstruktur, auch was die Strategie angeht. Wenn sie mal nicht schnell genug sind, dann kriegt man den Russell trotzdem irgendwo noch auf P5. Und der Lewis ist gerade dabei, seine brillanten Fähigkeiten wieder auszugraben, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Ich halte die für die stärksten unter den Verfolgern. Nicht, weil sie das schnellere Auto haben, sondern weil sie das stärkste Team sind. Und danach, ich meine, werden wir sehen, ob das McLaren-Thema ein Strohfeuer ist, was jetzt auf einmal funktioniert hat und dann wieder wegen Spa halt ein bisschen falsche Ehre und so weiter nicht so ganz funktioniert hat. Werden wir sehen. Ich glaube, Mercedes sind die stärksten. Ihr wollt mehr mit unserem Motorsportmagazin.com-Experten Christian Danner? Gar kein Problem. Das gesamte Interview könnt ihr in der kommenden Woche auf unserem Motorsportmagazin-Talk-Kanal ansehen. Wer den Kanal noch nicht kennt, am besten jetzt mal rüberschauen, abonnieren, Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr da gar nichts mehr. In dem gesamten Interview haben wir unter anderem noch über Nico Hülkenberg und seine Comeback-Saison gesprochen, über Lewis Hamilton gegen George Russell. Das hat sich ja über die Saison hinweg doch ein bisschen verändert. Wir haben über die Auferstehung von McLaren und ja, den Niedergang von Alpine gesprochen. Also ihr könnt euch auf jeden Fall noch über jede Menge Christian Danner freuen und auf jede Menge spannende Themen.